Herzlich willkommen, schönen Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind bei einem romantischen Thema. Wie sind Sie Ihrer großen Liebe, Ihrem Lebensmenschen begegnet? Sind Sie direkt auf die Person zugegangen oder war das doch mehr so ein Zick-Zack-Kurs? Meine Gäste heute Nachmittag werden erzählen, wie sie sozusagen trotz Umwegen ihrer Liebe begegnet sind. Ich darf Ihnen vorstellen. Walter erkennt nur den direkten Weg in puncto Liebe. Im Gegensatz zu Maria, die in der Liebe einen steinigen Weg hinter sich hat. Mikas Umwege begannen im 30. Lebensjahr. Was das wohl bedeutet? Wolfgang wurde von seiner Hündin immer vor Umwegen gewarnt. Ich sage ja, auf die Viecherl kommen sie verlassen. Dass man für die wahre Liebe immer dranbleiben muss, weiß Romana, die fast 20 Jahre um ihren Andi gekämpft hat. Ich freue mich auch, dass Gebärdensprachdolmetscherin Barbara Gerstbach heute da ist, die für Romanas Ehemann Andi übersetzen wird und mitgekommen ist. Sieglindes Credo ist ganz klar, jeder Umweg in der Liebe führt auf direktem Wege zu dir selbst. Das hält nie, hat Gabi oft gehört. Sie ist seit mittlerweile 30 Jahren mit ihrem um einiges jüngeren Partner zusammen. Und im Studio begrüße ich unsere Expertin, die Psychologin Magistra Karin Flenn-Reiß-Frankl, die wir heute fragen werden, wie man in einer Beziehung Krisen überwinden kann und was man sich unter Umwegen in der Liebe vorstellen muss. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen allen. Ja, ich würde mal ganz gerne so in der ersten Runde wissen, wie ihr sozusagen zueinander gefunden habt. Mag gern mit der Maria beginnen. Also zueinander gefunden haben wir eigentlich bei einem Zeltfest. Wir kannten uns zwar schon von der Schule, nur so vom Sehen, aber bei einem Zeltfest hat es dann wirklich gefunkt. Und er hat dir gleich gefallen schon in der Schule? In der Schule eigentlich auch, aber da habe ich es ein bisschen so, da war ich noch 13, 14 Jahre alt und da habe ich mir gedacht, aber gefallen hat er da. Na klar. Ja, ja. Was hast du da gedacht? Na, das war ein klasse Kerl. Und erobert hat er dann sozusagen dich. Ja, genau. Das heißt, man könnte sagen, das war zwar direkt in Wirklichkeit, ja, aber die Umwege begannen dann ein bisschen, weil es wurden euch Steine in den Weg gelegt. Von wem? Eigentlich von seinen Eltern, von den Schwiegereltern. Weil? Sie wollten mich nicht. Wieso? Weil meine Eltern sind, waren normale Arbeiter und eine Landwirtschaft, die wollen eine Bäuerin. Romana, dein Weg war ja auch sehr turbulent, um deinen Andi sozusagen zu finden. Ja. Also das ist ja wie ein Film, wie eine Komödie oder schlechte Liebes Komödie Film. Am Anfang. Naja. Ich habe in der Jugend in Wien im Hotel Stubmädchen gearbeitet und den Andi, seine Firma, war dort als Maler beschäftigt, die haben die Zimmer renoviert und ich habe halt hinten nachgeputzt und jedes Mal, wenn ich ins Zimmer reingekommen ist und ich habe ihn angeschaut, hat er mich so direkt angeschaut, ist rot geworden, hat nichts gesagt, keinen Ton, die Augen haben so geblitzt, er hat blaue Augen, die haben so gefunkelt, ich habe ihm eigentlich nur in die Augen geschaut und dann habe ich auch nicht keinen Ton rausgebracht und immer wieder habe ich dann gefragt, reingegangen unter dem Vorwand, möchtest du vielleicht einen Kaffee? Soll ich da was bringen? Und er hat nicht reagiert? Keinen Ton hat er gesagt. Nur immer rot geworden und ich habe mir gedacht, entweder ist er schüchtern, verkorkst oder er hat sonst irgendein Problem. Man ist unsicher, wie alt warst du damals? Ich war noch nicht 30. Aha. Ich war noch nicht 30. Also Andi ist dir aufgefallen, er hat aber nicht reagiert. Und dann sind eure Wege und wieder... Habe ich ein paar freie Tage gehabt, weil im Stubenmädchen hast du so ein Radl. Ja. Und ich habe frei gehabt. Und ich habe mir gedacht, so, machst Nägel mit Köpf, wenn du wieder in die Arbeit kommst, gehst hin, boxst ihn und fragst ihn, was sein Problem ist. Und ich komme in die Firma, sage, tut mir leid, Malerbetrieb ist fertig, die sind schon wieder angezogen. Sage ich, und wohin? Naja, Malerbetrieb aus Horn. Sage ich, super, Waldviertel. Meine Mutter ist aus Gmünd. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht rennst du ihm irgendwie über den Weg, fährst du mal hin, schaust du mal, wo ist der Malerbetrieb? Kein Mensch weit und breit, keine Autos, nichts. Die anderen haben gesagt, naja, der Malerbetrieb ist schon wieder weitergezogen. Die anderen haben gesagt, naja, die arbeiten ja, da ist nur die Firma, aber die Arbeiter selber sind irgendwo. Und da an Andreas, den kennen wir nicht. Ja, klar.
In Andreas haben sie nicht gekannt, aber wenn ich gesagt hätte, den gehörlosen Andreas, dann hätten sie alle sofort gleich gewusst, wie ich meine. Aber ja. Du wusstest damals noch nicht, dass er gehörlos nein, ist? Ja? Nein, nein, genau. Ich habe hab das nicht überrissen, weil normalerweise, wenn jemand gehörlos ist, er hat ja kein Hörimplantat, kein Gehörgerät, gar nichts. Du siehst das ja nicht. Aber er hat sie ja auch nicht gezeigt. Er hat ja nicht gezeigt, nein. Ich höre dich nicht, sondern es nein. War... Er ist nur rot geworden. Ja, ja, ja. Er ist angelaufen wie rote Tomaten und... Die Augen haben nur so geblitzt, jedes Mal, wenn er mich gesehen hat. Ganz erschrocken hat er mich oft angeschaut. Und der war so hübsch. Der war groß, schlank, breite Schultern. So schön. Der ist ja immer noch fesch und attraktiv, ne? Ja, auf ja. Für mich schon. Ja, na klar. Für andere braucht er nicht sein. Gabi, wie hast du deinen Partner kennengelernt? Na, wir haben uns in einer Diskothek kennengelernt, weil ich bin zu der Zeit sehr viel tanzen gegangen. Nach einer gescheiterten Ehe, nach einer gescheiterten Ehe, und ja. Auch einer nicht so wirklich erfüllenden Partnerschaft. Richtig, ja. Und jetzt hast du getanzt. Ich glaube, damals warst du um die 30, 31. Ja, oder so. Ja, schon. Genau. Und wie alt war der junge Mann, der dich angeflirtet hat? Der ist um 11 Jahre jünger als ich. Mhm. Und hast du dir gedacht, daraus kann eine glückliche Beziehung werden? Oder wurdest du von anderen vielleicht darauf hingewiesen, naja, deutlich jünger genau. Und so? Ja, ja. Was man das ja bei Männern gemeinhin, da ist es ja wurscht, aber bei Frauen ist das schnell zumindest. Ja, ja, das war dann schon ja. Thema, nicht nur die Hautfarbe, sondern auch das Alter. Aber ihr habt alle richtig. Eines Besseren belehrt, alle Kritikerinnen und Kritiker, ne? Das haben wir, ja. Ja. Immer noch zusammen? Wir sind noch immer zusammen und wir haben eine Tochter, die ist in der Zwischenzeit schon 29. Mhm. Also wir sind schon über 30 Jahre zusammen. Wie schaut es mit der Sieglinde aus, punkto Liebe und ja. Beziehungen? Momentan bin ich unverliebt. Glücklicher Single, ja, ja. Wie waren die Beziehungen davor? Ja, auf Umwegen, es hat alles gegeben. Also mittlerweile bin ich draufgekommen, dass Liebe nicht nur es gibt nicht nur eine Art der Liebe, sondern ihr habt eben dieses, ja, dieses Wow. Wow-Gefühl. Mhm. Und diese Verliebtheit hat dann auch einige Monate gedauert. Ich hatte dieses Kennenlernen und Vertrautwerden und dann Zusammenwachsen, diese Liebe. Auch die hat Jahre gedauert. Ich hatte natürlich auch unerwiderte Lieben. Ich denke, für mich persönlich ist es so, dass jede Liebe, jede Verliebtheit, jeder Schwarm mich mir selbst näher bringt. Und der Wolfgang, ist er verliebt? Na, momentan nicht. Ne? Ja. Aber ich habe natürlich die Liebe oder die Unliebe auch schon auf Abwegen kennengelernt. Ja, wie viel, wie oft? Wie viele große Lieben? Wie viele Lieben? Aha. Na gut, ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Es waren schon einige, da war es ja richtige Lieben, also schon ganz wenig. Ne? Ja, also es waren schon viele Frauen, viele Beziehungen, ja, aber... Ja, ich habe ja ein gewisses Alter schon. Ja, also aber da, wenige... Da kommt schon was zusammen. Ja. Wie oft warst du verheiratet? Zweimal. Und wie viele Kinder hast du? Vier. Von wie vielen Frauen? Vier. Mhm. Also das heißt, vier Beziehungen waren scheinbar... länger und... Kann man auch nicht so sagen. Nein, nein, die eine aber war relativ kurz, aber ja. Es waren schon längere dabei. Also für das Thema auf Liebe, auf Umwegen. Ja. Also meine Frau, die Mutter meiner Tochter, wo ich 10 Jahre verheiratet war, die habe ich schon über Umwegen kennengelernt. Ja, aber das war dann Liebe. Ja. Und welche Umwege? Na, sie hat bei mir in der Diskothek geheiratet, damals, wo ich gearbeitet habe. Ja, und am Tag der Hochzeit dürfte es da gleich zu Hause gröbere Probleme gegeben haben. Ne? Und der Bräutigam hat mich dann angerufen, weil er meine Nummer gehabt hat, und hat mich gebeten, zu intervenieren, dass sie wieder, dass es alles gut wird und mhm. sie ihm zurückkommt. Naja, die Intervention hat dann nicht sehr gefruchtet und ich bin dann eigentlich so mit ihr zusammengekommen. Ne? Und dann waren halt die Umwege, wie bringt man die schnell wieder zur Scheidung? Ne? Wie macht man den Mann klar, dass jetzt Ex-Mann ist? Ja? Die war dann aber nicht lang verheiratet. Nein, die waren sehr kurz verheiratet. Ja. Dürfte das Buch der Rekorde reichen wahrscheinlich. Ein paar Stunden. Ja, also das war, aber es war dann schon ein bisschen heftig. Na, und dann haben wir geheiratet. Ne. Das war die erste? Immerhin. Nein, das war die zweite. Die zweite. Und was war mit der ersten? Mit der ersten Frau? Ja. Na, da war ich doch 16 Monate verheiratet. Davon habe ich 8 getrennt gelebt. Ja, naja, es ist immer schwierig. Ich habe in einer Diskothek auch damals schon gearbeitet. Aha. Und da ist die Eifersucht, das ist ein Wahnsinn. Da hast du einen Job, das ist
Du sprichst mit Leuten, du sprichst mit Frauen, hallo, servus, Bussi, Bussi. Naja, und fesch bist du ja auch. Dankeschön, ne? Ja. Also da wirst du dort, ja. Doch, ich nehme ja, der hat ja auch so blaue Augen, das gehört ja der Romana so gut, ne, die Patienten. Netter Typ. Ja, aber die Augen, du stehst da so auf schöne Augen. Ja, aber auf seine Augen. Ja, wie tun das? Und auf seine Klinge schauen. Und auf seine hohen Augenbrauen. Aha. Die sind viel schöner. Schau. Ja gut, also Wolfgang weiter. Die erste, dann, das war, ja. Dann kam aber immer die Eifersucht. Ja, ja. Aber sie hat mich ja in der Diskothek kennengelernt. Ja. Ja. Also hat sie ja gewusst, wie das geht. Das ist auch Schauspieler im Prinzip. Ja. Friseur holt sie auch alles an. Ja, und das ist eben dann nicht gut gegangen. Okay. Und auf Umwegen, da habe ich immer, muss ich ehrlich sagen, habe ich eine Bekannte gehabt, die war doch um einiges jünger wie ich. Ja. Und die habe ich über einen Hund kennengelernt. Die dritte und, jetzt? Nein, das war nur eine Beziehung. Also, okay. Das war nur eine Beziehung. Und die hat dann gleich von Hause gesagt, ja, also mit uns könnte es überhaupt nichts werden, weil du bist mir viel zu alt. Ja? So, dann haben wir gedacht, das hat mich geärgert. Ja? Mhm. Und das will ich jetzt genau wissen, natürlich ein großer Fehler. Es ist dann doch gelungen. Ja? Also das Alter war dann doch nicht mehr so wichtig. Nur meine Hündin, was ich damals hatte, und ich hatte auch Welpen, die hat sie nicht wollen. Ja? Und hätte ich mich gleich auf den Hund verlassen, hätte ich gewusst, das geht schief. Die hat schon ein bisschen die Lefzen hochgezogen. Ja? Ui. Aha. Und das hat es bei den Fremden nicht gemacht. Er hat das geschwört, ihre Jungen, die waren ja heilig. Ne? Und dann habe ich mir Kinder angeschaut, meine Tochter war ein Alleinerzieher, meine Tochter hat mir angeschaut, es geht das nicht weiter, bitte gib's weg. Also gut, und dann haben wir uns getrennt. Okay. Ja. Und gut war es. Ne? Und die Hündin war völlig entspannt, ja, hat ihre Welpen betreut, also war alles in Ordnung. Ne? Walter, was macht die Liebe mit Walter? Die hat angefangen schon im Kindergarten. Ganz einfach. Die Mädels sind auf mich zugekommen, ich habe in der Puppenküche mit denen gespielt und gekocht, weil ich koche gern. Dann ist in der Schule weitergegangen, so in einer Siedlung aufgewachsen, wo hauptsächlich Frauen sind. Die Eltern haben mir immer gesagt, bitte pass auf mein Mädel auf. Nein, also ich habe mich immer mit Frauen umgeben und da hat sie dann nicht sehr viel im Leben ergeben. Und du hast sie auch, wie oft warst du verheiratet? Dreimal und ein paar Beziehungen, habe 4 Kinder mit 3 Frauen. Aha, also eh so ähnlich wie der Wolfgang. Ja, das liegt bei weh, nicht? Wolfgang, Walter, die haben das wechselweise Beziehung. Vielleicht sind Geschwister dabei. Du, Walter, und im Moment bist du Single? Ja. Hättest gern wen? Ich habe genug Angebote momentan. Ah, wirklich? Ja, ich habe die letzten 4 Wochen 8 Rendezvous gehabt, aber war noch nichts Gescheites dabei. Da schau her. Und wo lernst du die kennen? Manche schreiben mich an, dich würde ich gerne kennenlernen. Also. Und das heißt, du bist so quasi so wie ein Schmetterling oder so ein Bienchen. Du fliegst so herum und ja, schaust. Nein, ich bin so nicht der Muhammad Ali, der flattert wie ein Schmetterling und sticht wie eine Biene, aber. Ich lasse immer alles auf mich zukommen, okay. Und ich bin gern ein Frauenversteher, ich höre ihnen zu und es macht mir Spaß. Ich brauche nie flirten, mir geht das nie aus, weil im Gegenteil, ich werde eingeladen auch im Café, also ich sitze ruhig, trinke meinen Kaffee, kommt der Kölner und sagt, geh Walter bitte, setz dich zu der Dame, die lohnt auf Achtelrode, die möchte kennenlernen. Da habe ich es nicht einmal angeschaut. Also, Mann. Mika, jetzt erzähl du uns. Ja, du hast so mit 30, kann man sagen, dein Leben irgendwie hast neu gewürfelt. Kann man das so sagen? Ich habe aufgehört, mich anzulügen, sagen wir so. Also mein Lebensweg bis 30 war eigentlich relativ klassisch. Also ich war verheiratet, Kinder waren noch nicht in Planung, aber auch nicht ausgeschlossen. Und ja, irgendwann habe ich mich dann ja mal selber anlügen können und mir selber sagen müssen, okay, ich bin kein Mann und ich werde nie ein Mann sein. In dieser 10-jährigen Beziehung, die habt ihr aber auch nicht so gelebt wie die Maria vielleicht und der Karl, sondern ihr habt eine offene Beziehung gehabt. Wir haben poly gelebt. Es kommt ja immer wieder vor, dass man jetzt in einer Beziehung ist und dann verschaut man sich in den anderen. Und das ist jetzt aber nichts, was, wenn du jetzt Polyamorie hernimmst, das ist nichts, was nicht passieren darf, weil Gefühle kannst du nicht steuern. Mhm. Und somit fällt dann das Ganze, oh nein, ich habe mich in Person B verschaut, ich kann Person A gar nicht lieben. Das ist eine Logik, die sich mir nicht erschließt. Also, und ist das wohl vorgekommen? Dass ja, ja. Okay. Also, und ist das etwas, dass man sozusagen der Natur folgt? Also passiert das einfach in langen Beziehungen irgendwie automatisch? Ich glaube, wenn man wartet, bis es passiert, dann wird es zu einer großen Krise. Maria, wie lange seid ihr schon zusammen, der Karl und du? Zusammen sind wir fast 44 Jahre und heuer sind wir 42 Jahre verheiratet. Ist dir das in 42 Jahren Ehe, 44 Jahren Beziehung passiert? Nie. Dass du jemanden gesehen hast, der dir besser gefallen hätte? Nein,
Für mich war eines klar, ja, wenn ich heirate, dann heirate ich so, Liebe und Treue ist für mich an erster Stelle. Wenn man jemanden wirklich liebt, dann möchte man ihm das nie antun. Ist das so, Wolfgang? Wenn man jemanden wirklich liebt? Ja. Das heißt, in den Beziehungen warst du treu? Immer. Bist du vielleicht kein Beziehungsmensch oder hast du noch nicht die Frau gefunden? Ich erwische immer, ich weiß nicht, irgendwo, aber klar, die Optik ist einmal wichtig. Ja? Gut, das, irgendwas muss da sein, dass du sagst, so, okay, das ist, dann kommst die inneren Werte kommst du erst später, ja, aber irgendeine Erscheinung, irgendein Lachen oder irgendwas. Und wenn man jetzt älter wird, ja, für mich heute ist wichtig, also ich muss mit einer lachen können. Ja? Die muss lachen, ja? Die muss ein großes Kind sein wie ich, ja? Die muss eine Selbstironie haben. Ja, das sind einmal die ersten Faktoren und dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das eine Beziehung wird, ja. Aber bist du vielleicht auch nicht einfach? Nein, ich bin schwierig, garantiert. Na, 100%. Weil ich erinnere mich aus den Erzählungen von dir an die Paris-Reise. Na ja, gut. Ja. Ja. Da seid ihr geflogen, war das 1, 2, 3 oder 4 oder dazwischen eine Frau? Nein, das war, wie gesagt, ich hatte da eine Beziehung und das war eben schon am Brechen. Und diese Dame hat also vorgestellt, okay, sie hat ein befreundetes Ehepaar gehabt, ja, dass wir das noch kitten. Ja. Ah, eine Reise. Und fliegen wir ins Land der Liebe. Und da ist damals gerade aufgekommen, dass überhaupt in die Lokale Rauchverbot war und. So, also jetzt bist du in Paris, darfst drinnen nicht rauchen, stehst draußen ein Café 4,50, ja, kalt ist, dass du nicht rauchen kannst. Im Herbst wäre ich nicht viel fortgehen, ja, geschweige denn oft essen gehen. Ne. Damals war ich starker Raucher. Und dann bin ich drauf gekommen, dass die schon geplant gehabt haben, also nächsten Tag 7:30 in der Frühtagwache, Frühstück und wir laufen. Ja, wir laufen dorthin, wir laufen. Denke mir, das kann es aber jetzt nicht sein. Ne? In der Stadt der Liebe macht man vielleicht. Ja, also ich laufe nicht den ganzen Tag in Louvre. Ja, ja. Und dann so haben wir gedacht, okay, ich habe mir das Laufen einen halben Tag angeschaut. Ja, und dann wurde ich kränklich. Ja. Ja, nein, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Ja. So, Kinder, lauft's, geht's, ich gehe ins Hotel, dass ich morgen topfit bin um 7:30. Ne. Also du warst nicht wirklich krank? Nein, überhaupt nicht. Ich bin gleich heim, also ins Hotel, auch mal dazu biegt. Dort war ein Hühnerständchen, ja, Grillhühner, wunderbar. Ja, und zu dieser Zeit war auch gerade Formel 1 Weltmeisterschaft, das Finale. Ja. Ja, ich sage jetzt nicht von welchem Sender, auf jeden Fall war dort ein deutschsprachiger Sender. Ja, dann habe ich mal das Qualifying und Rennen angeschaut, die nächsten 2 Tage. Ja. Bin alleine, dann bin ich weg, waren schnell in Louvre, haben wir die Mona Lisa angeschaut, wunderschön. Nein, aber, und da haben wir eben, das, was mich interessiert, kurz, aber ich habe den ganzen Tag da, ja, natürlich, wie wir zurückgekommen sind. Und sie war aber schon ein bisschen angefressen am Abend dann, ne? Ja, nein, aber die wollte gern laufen. Ja, okay. Also aber die wollte ja mit dir durch Paris laufen. Ja, dann am Abend, ja, sie nicht angefressen, nein. Geht es dir eh gut und wird schon besser? Sage ich, naja, es wird schon. Am letzten Tag natürlich dann, die Gesundung ist eingetreten. Mhm. Ja, also ich war auf einmal, also mir ist gut gegangen. Ne? Also zum Flugzeug bin ich schnurstark. Ja. Nein, also das war dann das Ende. Das Ende der Beziehung, das Ende der Stadt der Liebe, ja. Also. Ihr wart so was Ähnliches, kennt ja der Walter auch. Ja, ne? Ich kenne das. So ähnlich, im Urlaub sozusagen. Eine 3G-Geschichte, das ist ja modern heutzutage. 3G ist modern, ne? Ja. Gefunden, geliebt, getrennt. Okay. Wir haben uns auf der Donauinsel beim Festl gefunden. Wir sind lange geblieben, haben dann ein leeres Tipi gefunden, haben dann dort übernachtet. Es war eh heiß, wir haben uns halt ausgezogen und schön. In der Früh hat es gesagt, kommst du zu mir zum Duschen? Sag ich, ja, das ist angenehm. Es sollte einen Tag bleiben. Dann war ich 3, 4 Tage dort. Dann haben wir gesagt, komm zu mir, hab Haus Gatterl. Da ist es bequemer, sind 6 Jahre geworden, waren schöne 6 Jahre, es ist aber immer weniger geworden, wie ein Luftballon, der schrumpft. Ne? Dann haben wir auch gesagt, na gut, dann mal wieder den Luftballon aufblasen, fahren wir nach Griechenland, machen wir uns einen schönen Urlaub und versuchen die Gemeinsamkeit zu beleben. Ja, einen schrumpeligen Luftballon kann man nicht mehr aufpumpen. Der bleibt mit Falten und Ecken und vielleicht oder tut er noch und pssst, pfeift davon. Ja, ein Loch vielleicht. Ja. Aber ansonsten kannst du einen Luftballon ja ständig aufblasen. Aber wenn er 6 Jahre alt ist, schaue ich mir das an. Und da sind wir am Abend immer essen gegangen und nachdem haben wir immer eine Taverne, die war so schön im Haufen und die hat uns gefallen, so ein Absacker, etwas zum Trinken noch. Und jedes Mal, wenn wir dort reingekommen sind, egal welche Uhrzeit, eine Stunde früher, eine halbe Stunde später oder sonst was hat es gespielt, thank you for the Music. Ja, von ABBA. ABBA. Ja.
Na gut, das hat einfach so gut irgendwie gepasst. Dann haben wir während dem Urlaub auch schon die Differenzen beilegen versuchen. Es sind aber eigentlich mehr geworden. Sie hat sich aufgeregt, weil ich habe dann gesagt, schau, machen wir das so. Ich habe einen Zettel genommen, einen Blei, was passt da nicht? Habe das aufgeschrieben, bin ganz ruhig geblieben. Und dann, wie es fertig war, habe ich gesagt, na, und jetzt reden wir über das, ist aufgestanden und ist gegangen. Thank you for the music hat es wieder gespielt. Wir haben uns am Flughafen getrennt, das war's. Ja. Mein Gott. Aber was glaubst du, was ist dein Problem? Ich tue halt gern wechseln. So wie andere Autos wechseln, tue ich halt gern Frauen wechseln. Das ist ja gewisse. Siehst du, ganz anders als die Romana, die wollte immer nur ihren Andi. Jetzt sind wir stehen geblieben. Wir sind auch, wie haben auch die drei G's. Gefunden, geliebt, gehalten. Schau, man kann es interpretieren. Genau. Du bist dann quasi ins Waldviertel, hast den Andi gesucht und du hast ihn dort nicht gleich gefunden. Irgendwann hast du ihn aber, glaube ich, vom Supermarkt gesehen gehabt. Ne? Ich bin dann eben nach Gmünd gezogen. Hab dann eine Beziehung gehabt dazwischen. Bin halt immer ich einkaufen gegangen, weil der zwei war dazu. Und er ist mir öfters beim Supermarkt, habe ihn von der Weiten gesehen, habe mir gedacht, das ist doch der Andi. Das kann er nicht. Ich bin mir nicht sicher. Er ist ein bisschen fester geworden. Habe mir gedacht, vielleicht auch nicht. Dann haben wir einen Gmünder Stadtlauf gehabt. Sie ihn vorbeirennen, wieder läuft, Marathon laufen. Mit seinem Stirnbandel, wie er schon ganz verschwitzt ist, denke ich mir, das ist der Andi, ich kann mir nicht helfen. Er schaut ein bisschen anders aus, aber das ist er. Jetzt bin ich dann schnell in den Zürraum, war er schon wieder weg. Ich komme beim Supermarkt hin, er geht raus, ich gehe eine auf der Seite, was die eine Tür macht zu, die andere Tür macht auf. Geht nichts. Er hat mich nicht bemerkt, er hat irgendwo hingeschaut, fort war er. Bis ich wieder ums Eck war, war er auch wieder weg. Dann ist er mit dem Radl gefahren, beim Bahnhof vorbei. Ich sehe am Kummer, ich renne um, gerade, dass man das Auto da zusammengeführt hat, wieder nichts gewesen. Ja, und dann bin ich halt mit meiner Tochter wir haben eine super Schwimmanlage bei uns im Ort und ich gehe gerne in die Sauna und meine Tochter auch. Und wir waren dort und meine Tochter hat die blöde Angewohnheit, immer ohne Patschen zum Laufen und ich sage, bitte lauf nicht, du rutschst aus. Ne? Und sie kasperlt herum und rennt mir davon, natürlich ich, blöd wie ich bin, auch ohne Schlapfen, ihr gleich hinten nach, zack, wumm, bin ich ausgerutscht. Er fängt mir auf. Ich schaue ihm in die Augen, denke mir, das ist der Andi. Hab natürlich keinen Ton rausgekriegt, hab nur grinst und gelacht. Er ganz verdattert, wer fällt mir da jetzt in die Arme, schaut mir in die Augen und die Augen wandern immer weiter oben. Er hat einmal aufs Dekolleté geschaut. Ich schnell das Ding. Was, nackt? Naja, in der Sauna. Ach so, wir haben ja nur den Sauna gekillt, Oman. Wir haben ja nur den Sauna gekillt und wie ich gerutscht bin, ist der ein bisschen aufgegangen. Und man hat halt mehr gesehen, als was man sonst zeichert. Ne? Er ist natürlich wieder furchtbar rot geworden, denke mal, das ist er, hundertprozentig. Da brauche ich keine Bestätigung. Aber er hat dich nicht erkannt? Nicht gleich, nein. Mhm. Und ich habe dann, gesagt, danke fürs Auffangen und so. Und er, ich höre nichts. Dann denke ich mir, na, jetzt ist es mir klar. Der hört mir ja gar nicht, was ich sage. Also bis dahin wusstest du nicht, dass er gehörlos ist? Nein. Und dann habe ich gesagt, na, wir können reden miteinander. Und er sagt immer, langsam, langsam, komm mit. Na, jetzt haben wir aufgegangen, Zettelchen von der Serviererin, hat er mir aufgeschrieben. Ich bin gehörlos. Wird nichts. Denke ich mir, was soll das jetzt da wieder? Habe ich gesagt, für mich ist ja kein Problem, sagt er, langsam, ich verstehe dich nicht, hat er aufgeschrieben. Sag ich verstehe dich auch nicht, mach dir nichts. Aber deine Augen sind so schön blau. Und dann hat er gesagt, wieso sind meine Augen blau? Was müsste man sagen damit? Na, wir haben hin und her geschrieben, wir haben, glaube ich, einen ganzen Blog verschrieben. Dann habe ich gesagt, ich kenne deine blauen Augen, die habe ich schon einmal gesehen. Du kannst mir erzählen, was du willst. Warst du mal in Wien? Bist du Maler? Sagt er, ja, woher weißt du das? Sag ich, na, ich bin das Stubenmädchen, das was hinter dir putzt hat. Dann schaut er mich an, der Quant, da warst du aber dünner. Habe ich gesagt, ja, was soll ich machen? Die Jahre sind leider nicht spurlos vorübergegangen. Du bist auch ein bisschen fester geworden. Dann ist er rot geworden. Hat er gemeint, ich hat mir seine Telefonnummer aufgeschrieben. Und hat er gemeint, naja, wenn du da mal auf einen Kaffee Zeit hast, können wir sie einmal treffen. Aber nimm bitte einen großen Block mit, weil den werden wir wahrscheinlich brauchen, weil sonst können wir sie nicht verständigen. Na gut, er gibt mir seine Telefonnummer. Ich natürlich gleich draußen vor dem Boot dann gleich das Handy geschnappt.
Telefonnummer eingetippt, eingespeichert, fix fertig. Ich habe gedacht, dass du ihn ja nicht verlierst. Ja, ich hab, momentan habe ich viel zu tun gehabt mit meinen Kindern und meine Tochter ist Skifahren gewesen dann im Winter drauf. Ich gebe ihr das Handy, dass man, dass wenn sie einen Unfall hat, dass sie um Hilfe rufen kann, weil ich kann nicht Skifahren. Verliert das Handy im Schnee. Mit der Nummer von Andi? Mit der Nummer von Andi. Und du hattest die Nummer nirgends? Wenn du in dem Nein. Ich habe die Nummer zwar auf den Zettel gehabt, Zettel war weg, weil das war ja Papierabfall, Papiermüll, haben sie alles weggekaut, die Kinder. Handy war weg, Telefonnummer war weg. Und ich habe gedacht, das kann es doch nicht sein. Habe ich meine ganzen Bekannten, alle, was ich kennt habe, habe ich mit diesen Informationen gefüttert. Sag ich, wenn euch ein Mann unterkommt, groß, stattlich, blitzend blaue Augen, immer rot, gehörlos, kennt ihr den? Na, eh alle haben gesagt, na, bist du wahnsinnig, was willst du mit dem? Der, wenn er Interesse hätte, hätte er sich bei dir, sag ich, der kann sich nicht melden, der hat keine Nummer von mir, weil mein Handy kaputt ist, der kann mich nicht einmal anrufen. Wir haben ja mit den Nummern austauscht, aber wenn er kein Handy da ist, der ruft irgendwo im Schnellleitz. Geht nicht. Dann habe ich zufällig eine Bekannte gehabt, die ist auch ziemlich mit dem Gehör beeinträchtigt. Ist auch gehörlos. Und wie viel Zeit ist vergangen von dem Sauna-Besuch? Gut 6 Jahre. Gut 6 Jahre, was ich probiert habe, alle möglichen Leute zu aktivieren, die was einem vielleicht kennen täten. Ja, ich habe eine Arbeitskollegin. Dein Mann arbeitet bei Elk. Sagt, kennt ihr vielleicht einen Andreas? Sagt sie, ja, pff, da gibt es viele, die was Andreas heißen. Sag ich, ja, du, er ist gehörlos. Was, den Andi? Na, den kenne ich auch. Sag ich, super, du kennst den Andi, den gehörlosen Andi? Ja, ja, groß. Sag ich, ja, das ist er. Na, Zettelnummer draufgeschrieben. Hallo, kannst du dich noch auf mich erinnern? Ich bin die und die. Ne? Und habe ihm halt die Daten draufgeschrieben. Habe ich gesagt, bitte gibst den Zettel deinen Mann. Dein Mann gibt ihm bitte den Andreas. Und der Andreas soll mich bitte anrufen. Es war nicht meine Schuld, das Handy ist weg. Klingt wie Ausrede, ist aber leider keine. 6 Jahre. 6 Jahre. Immer wieder gesehen, immer wieder von der Weiden, immer wieder irgendwas dazwischen gekommen, fort war er. Vom ersten Begegnen, also ja, von der ersten Begegnung bis zum Zusammenkommen, wie viele Jahre sind da vergangen? Ja. Sagen, 15 oder was? Oder? Ja, ziemlich langer Zeitabschnitt. Mein zweiter Sohn ist 23 dazwischen. Also fast Jahrzehnte, könnte man sagen. Ja, eigentlich. Dann habe ich endlich gewusst, wo er ist. Haben wir gedacht, so, jetzt da musst du dich schlau machen, aktivierst deine Freundin, die hat eine Gehörbeeinträchtigung, die kann Gebärdensprache. Haben wir gedacht, fragst du es einmal, ob es da so ein bisschen was zeigt, dass du irgendwas sagen kannst. Ja, na, die hat mir zwar ein bisschen was gezeigt und dann hat sie gemeint, nicht einfach, gell, zum Lernen. Hat sie gemeint, das wird nie was. Mit wem wüssten überhaupt reden? Sag ich, kennst du ihn vielleicht? Andreas Wind? Ja, ist das Nauz gesagt. Nur nicht den. Der will keine Frauen. Sag ich, nein, jetzt sag mir das nur auch. Hat sie gesagt, na, was glaubst du, wie viele Frauen ich den schon vorgestellt habe? Und keine ist am Recht. Die sind alle nix, hat er gesagt. Ich will warte auf die Richtige. Dann hat ihr Bruder, der ist auch gehörlos, hat er gemeint, ich lerne dir ein paar kurze Sätze, wenn der Andreas Interesse hat, dann wird er mit den kurzen Sätzen wieder auch was anfangen können. Mein Name ist Romana. Ja? Ich liebe dich. Du hast schöne blaue Augen. Reicht ja. Mhm. Er hat das gesehen, er hat grinst wie ein Schmalzheferl und das war's. Interessant war halt, ob das Handy noch im Schnee liegt. Und wie oft er angerufen hat. Das Handy haben wir auch wieder gefunden. Nämlich wir sind absichtlich im Sommer noch einmal hin, haben den ganzen Hang angesucht und haben das weiße Handy im Grünen haben wir es gefunden. Aber das hat nicht mehr funktioniert? Nein, war total tot. Weil, selbst da hättest du gern gewusst, ob er vielleicht angerufen hat, ja, ob die Nummer meint. Ja. Gefragt habe ich ihn, ja. Aber er hat sich nicht mehr erinnern können. So lange hast du nicht gewartet, gell? Am Anfang war ich sehr skeptisch, eben weil er einige Jahre jünger ist als ich. Aber er ist am Ball geblieben. Hätte die Siglinde auch gerne einen Jüngeren? Ich habe immer jüngere Männer gehabt. Aha. Außer der Papa von meiner Tochter, der war gleich alt, aber sonst waren sie immer jünger. Also auch jetzt hättest du lieber einen Jüngeren? Naja, lieber. Wie es halt kommt, nicht? Aber ich kann mit Gleichaltrigen, also ich sage es jetzt, wie es ist, ich bin 56. Männer denken in dem Alter dann so an Pension und an ruhig werden
und an. Die haben so eingefahrene Gewohnheiten und ich bin so eher so. Ja, dann ist der Wolfgang uralt schon für dich wahrscheinlich. Mhm, ja. Er schaut eh gut aus. Ich sage, er schaut gut aus, aber für mich als Partner, nein. Ist er dazu zu quasi erfahren? Ich glaube, zu unbeständig ist er. Er ist ja nicht unbeständig. Das ist ja voll. Völlig falscher Ansatz. Naja. Wenn es passt. Na, unbeständig ist er. Unbeständig, ja. Ich denke schon. Was ist sein Problem, Gabi? Na, er ist ein bisschen, wie soll ich sagen, lasch. Was bin ich? Lasch. Ich will nur sitzen im Hotelzimmer und. Ich denke, das lange ist das Feier von meinem Andi. Schau, jetzt geht's jetzt los. Jetzt haut alles so auf ihn hin. Ich weiß ja nicht. Du hast keine Ahnung, wie feurig der Andi sein kann. Wie unternehmungslos, weil du gesagt hast, Männer im gleichen Alter. Der Andi und ich sind draufgekommen, wir sind gleich alt. Er hat immer wieder neue Einfälle. Er sieht irgendwas. Irgendwas fällt ihm ein. Er will neue Sachen kennenlernen. Er ist vor mir nie im Flugzeug gesessen. Hat er gesagt, du, was ist mit einer Reise? Wir sind nach wie vor genauso verliebt wie am ersten Tag. Das ist die Maria auch. Ich darf jetzt von dir gern wissen, wie das dann mit den Schwiegereltern weitergegangen ist. Weil das ist nicht einfach, wenn man innerhalb der Familie zu kämpfen hat. Gell? Naja, sie haben mir das halt immer gesagt, dass sie mich nicht wollen. Also es war für mich sehr schwer. Ich bin in der Früh schon runtergegangen und habe gewusst, der ganze Tag wird nicht einfach werden. Also sie haben sie bei den Kindern reingemischt, sie haben sie bei der Erziehung reingemischt, sie haben sie ab und zu, wenn wir zwar was geredet haben, haben sie sich reingemischt, dass wir überhaupt keinen Raum für uns selber gehabt, was wir sagen hätten können, außer wir sind auf die Nacht schlafen gegangen. Weil dadurch, dass meine Eltern, also seine Eltern immer ein Mostwirtshaus gehabt haben und immer so Zimmergäste, haben sie auch die Gäste reingemischt und die ehelosen Gäste wussten, wie man Kinder erzieht. Und wir waren ja so jung, weil ich war beim ersten Kind gerade 19 und da weiß man das ja noch nicht. Also diese Einmischungen waren furchtbar und die Einmischungen wären ja noch gegangen, aber diese Schimpfworte, die ich da gehört habe, die möchte ich nicht einmal. Also ich würde meine Schwiegerkinder nicht so behandeln. Aber oft ist es ja dann so, Maria, dass der Mann zwischen zwei Stühlen sitzt. Ne? Da ist die Frau, dann ist die Mutter und man will sie ja quasi der Mutter schrägstrich den Eltern recht machen. Wie hat sich da der Karl verhalten? Ja, wie soll ich sagen, sie haben eher mir manches mehr auch behandelt, dass ich mir gedacht habe, er ist ein aufgenommenes Kind. Er hat es schon versucht, aber sie haben mir, waren ja auch klug. Sie haben ja auch gewartet, dass er nicht da war und dann ist es so richtig losgegangen. Der Karl, ja? Für den war es klar, ich würde Maria, das ist die Einzige, die ich gerne hätte, gell? Wie du sie gesehen hast. Ja, das war das Einzige. Ich würde Maria haben und was für eine Umwege, oder das ist wurscht. Und wie war das dann, wie du mit der Maria zu Hause gekommen bist? Ja, das hat drei Monate oder was ungefähr hat das gedauert. Ich habe zu daheim zu meinen Eltern gesagt, nee, ich habe eine Freundin. Sie haben mich nie gefragt, wen oder wir. Und dann bin ich mit der Maria heimgekommen. Wann wusstest du, ich möchte diese Frau heiraten und mit ihr eine Familie haben? Weil die Maria ist, und du ja auch, ihr seid sehr gläubig. Und da ist es so mit der Liebe vor der Ehe. Ne, das naja, da war man ja nicht so gläubig mit denen. Ich habe die Maria kennengelernt, habe ich schon länger, aber ich habe die Maria gesehen und habe gesagt, nein, das ist meine Frau. Das ist meine Ehefrau. Und wie schnell habt ihr dann geheiratet? Ja, geheiratet haben wir dann, wie lange sind wir von angewählt? Zwei Jahre haben wir dann geheiratet. Und wie war die Geschichte mit der Pille? Da gab es ja die Geschichte, wo ihr im Auto gefahren seid. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Weißt du auch, was ich meine? Ja. Wie war das? Nee, ich hab immer zu Maria gesagt, du Maria, du heirat mir, dass wir ein Kind kriegen. Dass man die Maria hat, ist klar, hat die Pille genommen. Und sie hat noch, da die Krankenschwester noch die Schule gemacht. Nee, ich bin noch nicht fertig, hat sie gesagt. Und ich will zuerst fertig machen. Habe ich gesagt, na geh bitte. Und wir sind da auf der Face gefahren, ich weiß nicht, wo wir da hingefahren sind. Und sage ich, geh, hau die Pille da nicht, dann brauchst du wirklich nicht. Da habe ich gesagt, wir können eh aufpassen, aber hau die Pille da nicht. Sie hat sich überrein lassen und hat ein Stickelweiß beim Auto rausgehauen. Pro Kilometer eine Pille. Ich weiß nicht, dann, wie lange nachher drauf? In ein Jahr drauf oder was? Hat es nicht gedauert? Nein, das hat nicht lange gedauert. Drei Monate oder vier Monate. Warst du schwanger? Ja. Warst du schwanger? Und dann war halt, das war halt nachher dann schon schwierig. Dann, wie ich gesagt habe, wir wollen heiraten. Mhm. Und da haben halt die Eltern haben dann gesagt, ich habe gewusst, dass die Maria nicht wollen. Ich habe gesagt, du, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich heirate die Maria. Das ist meine Frau.
Ja, wir haben eine Landwirtschaft, das ist eh klar. Der einzige Bauer kriegt die Landwirtschaft und alles. Dann haben sie angefangen mit einer anderen Frau, sie suchen eine. Dann haben sie den Baumbindler, gibt's da, und das sind auch, kannst du er und sie, wer halt da Partner oder Partnerin sucht. Haben sie mir gesagt, oh, schau, das war eine und das ist eine Bayerin. Habe ich gesagt, das interessiert mich nicht. Dann kauft man da ein neues Auto. Habe ich gesagt, ja. No. Dann habe ich gesagt, nein, du, ich brauche kein neues Auto. Ich würde mit Maria und ich mich heiraten. Wir gründen eine Familie und alles andere ist mir wurscht. Ja, dann haben sie gesehen, dass da ein bisschen auf Granit beißen. Hat er gesagt, na, dann kriege ich die Landwirtschaft nicht. Habe ich gesagt, das ist mir so wurscht. Ich brauche sie nicht, die Landwirtschaft. Ich will die Marie haben, ich will heiraten, wenn ich die Landwirtschaft mein nicht kriege. So einen Mann braucht man, der so hinter einer Frau steht. Mhm. Ja. Ein Wahnsinn. Habe ich gesagt, wenn ich die Landwirtschaft nicht kriege, ist mir wurscht, weil dann kann ich meinen Lieblingsberuf ausüben und machen vielleicht. Weil jetzt kann es nicht, ich muss die Landwirtschaft machen, gell, bleiben. Und da jetzt hat noch, sie haben gesehen, sie haben keine Chance. Weil ich gesagt, ich brauche die Landwirtschaft. Aber man kann sagen, du hast nicht nur deine große Liebe dann sozusagen geheiratet, sondern auch deine beste Freundin. Oder? Ja, ja, genau. Weil ihr seid richtig ein Team, als Team zusammengewachsen. Ja. Und auch, ich nehme mal an, treu ergeben zueinander. Ja, ja, das ist das Wichtigste. Die Dass Treue, man quasi, das also eine Beziehung, wo eine offene Beziehung, ja. Das wäre nichts für euch. Nein. Ja, ja. Das wäre nichts. Nein, das ist ganz wichtig. Karl, die Frauen, kennst du pansexuelle Menschen? Pansexuell? Ja, sicher keine. Weißt du, was das ist? Ja, das weiß ich, ja. Ja, sag's. Ja, das sind die Schwulen, was sind. Und die Lesbischen. Und vielleicht lassen wir Mika erklären, was das ist. Ganz einfach gesagt, ich finde eine Person attraktiv und gewisse Merkmale, die eine Person hat. Und mir ist es relativ wurscht, was die Person jetzt zwischen die Füße hat oder nicht und welches Geschlecht sie hat und in welchem Geschlecht sie jetzt sich beheimatet fühlt. Okay, und Maria, ist das für dich quasi nachvollziehbar, vorstellbar, weißt du? Vorstellbar ist es nicht, aber ich kann nicht für andere Menschen reden. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass wir zwar so eine wunderbare Ehe haben und dass wir zwar so glücklich verheiratet sind, aber die Leute mag ich alle gern. Ja. Und was die Leute machen, das ist nicht meine Aufgabe, es zu verurteilen. Wenn jetzt eins deiner Kinder sagen würde, Mama, ich habe mir es egal, ob Bub, Mädchen, ich entscheide mich quasi, ich verliebe mich in den Menschen. Was würdest du dann tun? Wir haben schon drei wunderbare Schwiegerkinder. Unsere Kinder sind verheiratet. Alle drei haben drei wunderbare Partner. Und wir haben schon sieben wundervolle Enkelkinder. Also es könnte nur mal bei den Enkelkindern passieren, weil die sind zwischen 11 und 21. Ja, und was wäre dann? Ich würde dieses Kind weiterlieben. Ich bin nicht berechtigt, einem Menschen zu sagen, du darfst das überhaupt nicht tun, obwohl es vielleicht meine Meinung ist. Ja? Aber wenn du jetzt zurückdenkst, ein bisschen so 20, 30, 40 Jahre, da war ja Pansexualität, oder auch zum Beispiel, man sagt immer im falschen Körper, da stimmt das ja gar nicht, man ist quasi nicht im richtigen Körper. Ne? Mhm. Das war eher seltener der Fall. Mittlerweile hört man von vielen Menschen, die so wie Mika sozusagen im Körper eines Mannes geboren wurden, biologisch ein Mann, aber sich nicht... Nein, falsch. Kein Mann. Kein Mann. Es ist halt bei der Geburt männlich angekreuzt worden. Aha. Und okay. Und belassen wir es da dabei. Aha, gut. Weil Gott ist es biologisch männlich oder biologisch aber weiblich. Aber es ist ja oft so, ne? Dass Gott ist, dieser Ausdruck ist etwas, der dann sehr gern hergenommen wird, um dann gegenüber anderen transidenten Personen, so wie mir, um zu diskriminieren. Zum Beispiel so wie, ich bin ja biologisch männlich geboren worden, deshalb habe ich ja nichts auf einem Frauenklo zu suchen. Was aber ein kompletter Blödsinn ist, weil ich nicht auf das Klo gehen, wo ich einfach in Ruhe mein Geschäft machen kann. Ja, ja. Aber wahrscheinlich würde sich die Maria vielleicht wundern, wenn sie jetzt am Klo bist. Ich hätte am Anfang geglaubt, der ist eine Frau. Ich bin eine Frau. Sie ist eine Frau. Ja. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich sie getroffen hätte. Okay. Ich bin genauso eine Frau wie du. Ja, das kann es sein. Ich meine, ich will sicher nicht nachschauen gehen. Also, dazu kennen wir uns noch nicht gut genug. So neugierig bin ich nicht. Passt. Also ich muss dazu sagen, ich bin da sehr viel herumgereist, 16 Jahre, lange viele Länder, 185 bereist.
Partei oder so irgendwas, hat es schon immer gegeben. Also die nehmen das ganz normal auf, nur unsere Politik, Kultur. Gesellschaftspolitik hat ein Problem. Ja. Genau. Die hat ein Problem mit dem umzugehen. Du warst ja in, glaube ich, 185 Ländern. Und wo sind die schönsten Frauen? Überall dort, wo man sie findet. Also, na, wo hast du denn du gefunden? Die schönsten habe ich gefunden in Costa Rica. In Costa Rica. Gut. Brasilien warst du, glaube ich, auch, gell? Das sind ja auch die Fashion. Also die ja, aber die bleiben nur bis zu einem gewissen Alter fesch. Warst du in Mexiko auch? Ja. Ja, und wie war es in Mexiko? Feurig. Weil Andrea Eva im Publikum, die hat auch die Liebe auf Umwegen erlebt. Du bist in Mexiko tatsächlich einem Aztekengott begegnet. Richtig. Was hat es damit auf sich, mit diesem Gott? Es war auch ein sehr feuriges Erlebnis, kann ich nur bestätigen. Und zwar, ja, ich bin dort mit meiner Kollegin wir waren ja arme Studentinnen damals, bin ich in ein Fastfood-Lokal gegangen und dann steht eben dieser sehr attraktive junge Mexikaner, eben der, das hat sich dann eingebürgert, der Aztekengott vor mir, dunkle, große Augen, dunkles Haar, dunkle Haut, sehr überraschend. Verliebt, ja. Sehr überraschend, weil der typische Mexikaner, der schaut ja sonst ein bisschen anders aus, so klein und so wie der, wie, bärtig, ja genau, ja, so ein bisschen so gedrungener, ne? Ja. Bärtig, genau, und ja, also das war sehr überraschend, mir ist mal alles runtergefallen. Und ja, ich habe dann ein Essen ausgesucht dort, also ein Sandwich, und habe mir gedacht, den muss ich jetzt irgendwie beeindrucken. Ja, wie kann ich den jetzt beeindrucken, indem ich besonders scharf esse? Und ich werde gefragt, na, wie viel Chili darf es denn sein? Und ich sage, ja, mehr. Ich bin es gewöhnt, scharf zu essen, und hau ruhig noch drauf. Und ja, der ist leider nach hinten losgegangen. Der ist ja mal erstiegt. Ne? Der Schuss, ja, es war sehr schmerzhaft. eine vorige Angelegenheit. Und ja, der Aztekengott ist mir dann Gott sei Dank zu meiner Rettung geeilt mit einem Salzstreuer. Wusste ich bis dahin nicht, dass man mit Salz den brennenden Schmerz irgendwie übertünchen kann. Man würde annehmen, das wird dann noch schlimmer, ne? Ja. Möglicherweise. Und das hat dann ein bisschen geholfen. Und ja, durch dieses Erlebnis sind wir uns irgendwie näher gekommen. Ist die Liebe zu dem Aztekengott heute noch gegeben oder hat sie das dann... Ich muss dazu sagen, das ist ja inzwischen schon sehr lange her, das Erlebnis. Okay. Das ist inzwischen, ja, Jahrzehnte her. Ja. Es hat lange Zeit dann immer noch losen Kontakt gegeben. Aber gibt es ihn noch, den Aztekengott? Geben wird es ihn, hoffe ich, sicher noch irgendwo, aber nicht mehr in meinem Leben. Und bist du liiert zurzeit? Ich bin liiert. Ja, und war das direkt oder auch so mit, ich muss irgendwo hinreisen und dann... Das war sehr direkt. Also das hat mein Partner so in seinem Naturell, diese direkte Art, zielstrebige Art. Ja. Gibt es Liebe auf den ersten Blick? Ja. Was? Wer? Ja? Na. Oh ja. Ja. Blick nicht. Verliebtheit auf den ersten Blick. Oh ja. Na. Ja. Bauchgefühl. Also wer ist jetzt für Liebe auf den ersten Blick? Nein. Bauchgefühl. Absolut. Liebe auf den ersten Blick. Und der Wolfgang? Na. Na, doch Gott, bei dir hätte ich mir gedacht, dass du dich verliebst auf den ersten Blick. Da kann ich ein gutes Beispiel bringen. So. Geh im Stadtpark spazieren, vor mir, ich solo, vor mir zwei hübsche Mädels, nur von hinten gesehen. Und die haben, was könnte man heute machen und glaubst, treffen wir heute wem? Ich habe die auseinandergenommen, die haben sie eingekackt gehabt und ich habe gesagt, grüß euch, wir gehen gleich im Einzelfall. Pfau, du bist Glas, komm, gehen wir. Aber das ist nicht Liebe. Ja, das ist nicht Liebe. Spontan. Nein, es hat sich aber dann als Liebe. Also, auf den ersten Blick gibt es interessant. Ja, genau. Finde ich. So, und dann, wenn man tiefer, dann kommt es, also zumindest bei mir so. Also ist es so, wie es bei mir so sagt, verliebt sein auf den ersten Blick? Verliebt sein, ja, und das, und auf einmal, das kann in der Sekunde gehen, wächst es. Na, ich finde, wenn man Menschen anschaut, man hat das Gefühl im Magen, in der Bauchgegend. Mhm. Das ist das berühmte Schmetterling im Bauch. Ja. Das ist ein Gefühl. Du kommst einem Menschen näher, du hast das Gefühl, der Mensch ist bestimmt für dich oder du für ihn. Und das Gefühl ist es. Es geht alles über die Gefühlsebene. War das bei der Maria so? Die Schmetterlinge im Bauch sind sicher, das ist ja keine Frage. Ja. Aber
für mich war das ein tieferes Empfinden. Sicher wächst die Liebe immer mehr. Mhm. Am Anfang, ja, kann man vielleicht verliebt sein, so wie du sagst. Aber das ist dann ein, also die Liebe wächst immer mehr. Also ich möchte halt meinen Mann nie verlieren oder ich möchte halt nie haben, dass einem was passiert oder dass ich allein nicht bin. Oder was ist das Geheimnis eurer glücklichen Beziehung? Wir schauen schon, dass wir den anderen gut behandeln. Und ganz wichtig ist zum Beispiel, wenn irgendetwas ist, man muss vergeben lernen. Man muss auch um Vergebung bitten und die Fehler zugeben. Da muss man manchmal etwas stehen lassen. Man kann nicht alles gleich auf ein großes Theater machen. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, wir haben beide einen sehr starken Glauben und glauben, dass Gott unsere Ehe beschützt und auch unsere Kinder. Also Gott in der Ehe ist ganz was Tolles. Mhm. Weil wir können gemeinsam beten für die Kinder, für unsere Ehe. Wir können auch für Entscheidungen, die wir zu treffen haben, dann beten wir darüber, was sagt Gott, und man lernt die Stimme Gottes zu hören, wenn man es möchte. Und unabhängig von der Stimme Gottes, seid ihr auch noch so zärtlich zueinander? Also muss auch das, ist auch das. Also ich hätte mir das nie gedacht, dass man mit 60, wenn du jetzt 20 bist, denkst du, boah, das sind schon 60. Wenn du 60 bist, ich denke mir zum Beispiel, meine Mutter ist 81. Aber meine Mutter ist noch immer fröhlich und gut beieinander, macht ein Hetz. Mhm. Und wir haben einen Gast bei uns, der ist bereits 97 und hat eine Lebensgefährtin, die ist jetzt 67 oder 68 Jahre. Und der gibt also, auch noch Gas, ne? Am Anfang sicher, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, man fühlt sich nie so alt, wie man ist. Kann ich nur der Jürgens bestätigen. Mit 66 fängt das Leben an. Aber die so busseln und häuten und schmusseln. Oh ja, das gehört ja dazu. Das ist ja das Schöne. Ihr geht immer noch Hand in Hand spazieren miteinander. Ja. Und weil du es halt nicht so leicht hattest in der Beziehung, ja, bist du wahrscheinlich eine tolle Schwiegermutter, ne? Ich glaube, ich kann das so sagen. Ja. Ich habe mit meinen Schwiegertöchtern auch nicht gestritten. Also, wir haben ein sehr tolles Verhältnis. Unsere Jungen führen jetzt das Gasthaus weiter, was wir gehabt haben, und wir mischen sich nicht rein. Ja. Wenn sie was wollen, fragen sie uns eh. Und sie fragen oft und gerne. Und das ist immer besser, als wir so gewahrt haben. Du denkst ja wahrscheinlich, machen die Föhler, wurscht, dann lernt man dran. Ja, aber sie haben schon so lange mitgearbeitet. Also, ich muss ehrlich sagen, sie machen sehr, sehr gut. Und manchmal denke ich mir, meine Schwiegertochter macht es besser. Aber du bist auch eine, die das zugibt. Und sagt dir. Und was hast du für einen Vorschlag für den Wolfgang oder für den Walter? Na, sagen wir es. Ich glaube, die zwei wollen das gar nicht. Wieso? Das ist ja nicht wahr. Es muss das passende Symbol gefunden werden. Ja, ich glaube, dass es sehr wohl, wenn man eine Beziehung hat, man darf nicht gleich aufgeben, ist meine Meinung. Man darf, so man darf nicht einfach. Wenn man schon 6 Jahre gewartet hat, dann sagt man nicht. Naja, darf ich mal thank you for the music. Ja, da seid ihr schon Urplattenspieler. Darf ich noch einmal kurz einmischen? Aber wir spielen ja. Liebe dich und so. Also ich glaube, grundsätzlich, wenn man eine Beziehung hat, wenn man eine Partnerschaft eingeht, braucht es das Ja zum Wir. Ohne das Ja geht es nicht. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil meine letzte Beziehung, dieser Mann, mit dem war ich 14 Jahre fast zusammen und 2 Jahre bevor es zu Ende ging, habe ich ihn einmal gefragt, weil er gesagt hat, heiraten tun wir nicht, brauchen wir nicht, war auch nicht meine Idee. Und dann habe ich gesagt, ja, aber auch wenn du nicht heiraten möchtest, hast du das Gefühl, dass du ein Ja für das Wir hast, für das Uns? Und der hat gesagt, was du immer hast mit deinem ESO-Scheiß. Aber dann wurde es mir bewusst. Und der Wolfgang will was sagen? Also ich sage, das Allerwichtigste ist richtig Liebe ist, verliebt bist, zusammen bist, ist Respekt. Wenn der mit dem Respekt kommt die Treue, mit dem Respekt kommt die Augen, kommt alles. Ja. Wenn der einmal verloren gegangen ist, egal von welcher Seite, ist es einmal zum Scheitern. Aber wieso geht der verloren? Das ist immer die Frage. Ja, weil man oft nicht miteinander redet, sondern gegeneinander schweigt. Hat man mit uns, liebe Magistra Karin Fellenreis-Frankl, auch Glück in der Liebe? Hat einfach die Maria Glück mit dem Karl gehabt? Oder ist das dann schon ein Arbeiten an der Beziehung? Also ich glaube, es war mal sicherlich ein Glück, dass die beiden sich getroffen haben. Ja? Und ein Glück hält nicht an, wenn man nicht dranbleibt und wenn man nicht dran arbeitet. Ja? Weil von alleine hält eine Beziehung nicht so viele Jahre und offensichtlich funktioniert es ja auch sehr gut, wie man gehört hat. Also es gehört schon auch dann von jeder Person, von jedem Partner dazu, dass er sich anstrengt, dass er sich bemüht und dass er auch den Willen hat. Wieso geht der Respekt verloren? Weil ich kann mir vorstellen, Maria und Karl, das ist unser quasi super Beispiel heute, haben sich ja wahrscheinlich immer mit Respekt behandelt auch. Ne?
Weil da geht das so schnell verloren manchmal. Ja, genau. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist in einer Beziehung. Ich sage immer, wenn man die Grenze überschreitet, wo man wirklich beleidigend wird, ja, wo man sich gegenseitig Schimpfwörter nennt, da beginnt es. Ja, und die Scherben, die da entstehen, die sind ganz, ganz schwer wieder zu kitten. Ja. Also wenn das verloren geht, dann ist es schwierig, eine Beziehung dauerhaft dann wirklich wieder gut aufrechtzuerhalten. Jetzt hat die Maria gesagt, ich glaube, die zwei wollen gar nicht, unsere zwei Burschen auf der Bühne, Walter und Wolfgang. Die haben offensichtlich schon eine große Beziehungserfahrung oder viele Beziehungserfahrungen hinter sich. Die Sterne am Himmel. Ich denke mir, es muss jeder für sich selbst entscheiden, ja, wie er gerne leben möchte, ob es eine Entscheidung gibt für eine Person, ja, dass man sagt, ja, ich habe mir diese Person ausgesucht und das ist genau die, mit der möchte ich mein Leben verbringen. Und andere sagen wiederum, nein, also wenn es nicht passt, dann suche ich mir jemanden anderen. Es gibt so viel Frauenüberschuss und jede Frau soll glücklich werden. Also ich opfer mich. Oder? Mein Gott, nein, das ja, ist ja. So selbstlos. Ja, wirklich. Ja, er will nicht wirklich. Nicht? Also, naja, es ist die Frage, ob er nicht will oder ob er auch nicht kann. Na, also manchmal können ja auch Menschen nicht eine längerfristige Beziehung aufrechterhalten, weil sie Angst davor haben. Ja. Eine Frage noch zu den Umwegen. Also gerade jetzt bei der Romana und bei ihrem Andi, die war schon lange dran. Also die hat die Hoffnung nie aufgegeben oder darum gekämpft. Ja, ja. Würdest du das raten, auch wenn man sich jemanden so einbildet, dran zu bleiben? Oh, nein, ich glaube, also raten, glaube ich, würde ich das nicht, ja, weil das kann natürlich auch ins Auge gehen. Hier ist ein Beispiel, wo es wirklich gut ausgegangen ist und wo es gut funktioniert hat. Wenn man will, ja, wenn es sein soll, dann überwindet die Liebe wahrscheinlich jeden Umweg. Jeden. Bin davon überzeugt, ja, man sagt ja auch, der Wille kann Berge versetzen, ja. Also wenn man dranbleibt und wenn man davon überzeugt ist, dann wird es auch klappen, ja. Dankeschön, liebe Karin. Ich bedanke mich auch bei euch. Ich entlasse Sie mit einem schönen Satz von Erich Kästner. Der hat mal gesagt, kennen Sie vielleicht, aber so schön. Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Bauen. Danke fürs Zuschauen. Ihnen brennt so viel auf der Zunge und Sie brauchen nur die Gelegenheit, darüber zu reden? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98.